und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Bierverkostungen. Heute, ja, mal wieder ohne Bier. Und zwar haben wir heute wieder einen Cider hier im Test. Und zwar den Falling Apple Cider in der Geschmacksrichtung Medium Gravity. Gibt es auch in Rosé und was weiß ich, aus Irland. Ja, auf jeden Fall 0,5 ist schon mal ein großer Vorteil. Hübsche Flasche, hübsches Design und mit 5% Alkohol definitiv auch ganz gut trinkbar, hoffe ich. Cider hatten wir schon den einen oder anderen im Test und ja, schauen wir mal, wie der hier wird. Ich würde mal sagen, knacken wir das Fläschchen mal ganz unauffällig. Ab ins Glas mit dem Kollegen. Ups. Es riecht holzig, riecht ja stark nach Apfel, komisch, hein? Ein bisschen nach Sekt. Ja, verspricht eine interessante Mischung zu werden. Und in diesem Sinne, Prost, Prost. Ja, der Apfelgeschmack ist gar nicht so extrem ausgeprägt, wie ich im ersten Moment vermutet hatte. Nicht süß, also es ist kein sonderlich süßer Cider, was mir ganz recht ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber diese extrem süßen Strongbow-Cider und so weiter, da kommt mir regelmäßig das Grausen. Der hier ist, man merkt so eine herbe Alkoholnote, man merkt eine gewisse Säure von den Äpfeln und die Süße ist halt wirklich dezent im Hintergrund. Also die mischt sich ja ganz gut rein. Vorrangig schmeckt man halt tatsächlich einfach einen normalen Apfelgeschmack. Keinen extrem süßen Apfel, sondern einen ganz normalen Apfel, der aber ein bisschen so schmeckt, als wäre er schon älter, schon länger gereift. Ja, muss sagen, könnte ich mich schon mal dran gewöhnen an den Geschmack, ja. Finde ich durchaus empfehlenswert. Wir hatten ja den All Saints in the House, der war ja auch schon ziemlich gut. Und die anderen Cider, die wir im Test hatten, habe ich leider vergessen. Ich sehe sie leider hier oben nicht auf meinem Regal. Aber es ist jetzt ein total schnörkelloser Cider. Wie gesagt, Betonung auf alte, gereifte Äpfel. Schmeckt eher nach Alkohol, nach wie ein trockener Sekt, so in der Richtung. Gemischt mit einem Apfelgeschmack. Es ist spritzig durch die Kohlensäure. Es ist, hat nur eine leichte Apfelsüße, die aber komplett von der herben Apfelnote und von dieser trockenen Alkoholnote überdeckt wird. Für mich persönlich ist das ein sehr, sehr guter Cider. Er ist ein bisschen schwer, finde ich persönlich. Also er könnte vielleicht noch einen Ticken, fruchtiger und spritziger sein, aber er ist so bereits absolut angenehm. Also, ich sage es immer wieder, ich trinke Cider ja ganz gerne als Abwechslung zu Bier. Bier, naja, wird einem, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche besonderen Craft-Biere hat, wird die Bier irgendwann am Abend einfach langweilig, wenn du das ganz normale 0815 Supermarkt-Bier oder Dosenbier kriegst, dann ist es einfach, irgendwann steht es dir an, auf gut Deutsch gesagt, und dann finde ich so einen Cider und vor allem so einen Cider sehr, sehr passend und ich glaube auch, für Leute, die mit normalen, wie gesagt, die mit diesen Strongbow-Cider, diesen extrem süßen, nichts anfangen können, die werden damit, glaube ich, ganz, ganz, ganz glücklich werden, ja? Und mit diesen heiteren Worten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und gut. Bye.